Was soll ich denn machen? Geh einfach zu ihm hin und sag dann, ey, ich glaube, dein Auto wurde abgeschleppt. Komm, das ist unsere einzige Chance. Verschwindet, sonst rufe ich die Polizei. Hast du mich verstanden? Ah! So, neuer Tag und neues Glück. Oh, ich muss sagen, ich bin von gestern noch ziemlich erschöpft, dieses ganze Rumgerenne und oh, das war echt ätzend. Bäcker, 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 Bäcker. Ich habe so Hunger, ich habe nichts gefrühstückt. Ich nehme erstmal den Apfel hier. Ja, nimm den Apfel, aber jetzt, ich muss erstmal noch, ich muss jetzt unbedingt sagen, was passiert ist. Was ist denn jetzt noch passiert, Na, es ist gar nichts mehr passiert, aber was gestern passiert ist. Ja, das war... Ey, Bäcker, wir müssen da wieder hin. Also, ich weiß ja nicht, ob ich da wieder hin möchte, um ehrlich zu sein, also... Hä, wieso nicht? Na klar, komm, wir müssen dahin, das ist richtig cool da. Also, du hast ihn doch gehört, ich meine, wir kommen da ohne Pets nicht rein. Ja, ich weiß, aber vielleicht werden wir uns reinschleichen? Naja, also ich weiß ja nicht, wie du das anstellen willst. Also du kannst dich gerne reinschleichen, aber ich werde nicht mit, also ich werde draußen Schmiere stehen. Also ich... Aber du, nein, was ist, wenn ihr mich dann da drin, irgendwie catchen oder so und mich dann rauswerfen? Dann bist du aber noch drin und dann kannst du die anderen Pets absagen. Willst du da etwa die Pets klauen? Nein, natürlich nicht, aber wenn die denken, dass Tim uns reingelassen hat, der Typ von gestern, dieser Türsteher, der hieß doch Tim, oder? Ja, wenn der uns reingelassen hat, dann denken die, okay, dann haben wir vielleicht ein paar Pets, weil er muss ja ein paar fragen. Die werden doch gar nicht mehr nachfragen, oder? Ich weiß ja nicht, um ehrlich zu sein. Also, Oh, komm schon, bitte. Bitte, Bäcker. Also, du willst doch auch die Pets haben und du bist doch auch leid, gar keine Pets zu haben. Ach ja, stimmt schon. Und stell dir mal vor, es sind Exklusiv-Pets. Und das heißt, mit Exklusiv-Pets, dann kriegen wir ganz viel exklusiv neue Pets. Wenn wir die alle ja traden können. Und da bekommen wir auch ein paar Hawks dafür. Also, Hawks wären so cool. Dann wären wir vielleicht sogar Superstars dadurch, weil wir solche extrem krassen Pets haben. Das wäre wirklich super, super cool. Ja, das finde ich nämlich auch. Was geht, Leute? Alles klar bei euch? Wer ist Bäcker? Nee. Kennst du den? Hallo? Wer bist du? Jo, Leute, ich bin Sam. Ich bin neu in der Stadt. Hi, Sam. Okay, und was willst du jetzt von uns? Oh, da ist einer ziemlich grimmig. Also, ich wollte nur sagen, ich habe echt coole neue Pets. Das ist eine echt coole Stadt. Und, hier gibt's ja richtig coole Pets, die man, ja, in Geheimorten bekommt. Geheimorte? Welche Geheimorte? Geheimorte? Was? Ja, also die Geheimorte, sehr geheim, ne? Also, da kann ich nicht immer so locker drüber reden. Ja, das sind so, Geheimpets. Geheimpets? Meinst du das Haus? Das geheime Haus? Ja, das geheime Haus? Du kennst das geheime Haus etwa? Davon hast du jetzt gerade geredet. Bäcker, er kennt, glaube ich, das geheime Haus. Ich weiß, aber woher kennt er das denn? Ich weiß es nicht. Sollen wir ihn mal ausfragen? Ja, mach du das. Der Typ ist mir nicht ganz geheuer. Ja, okay, gut. Einen Moment. So, Sam. Erzähl mal was von deinen geheimen Pets oder von dem Haus, was du gerade erwähnt hattest. Also, ich habe ja gesagt, dass ich hier, neu in der Stadt bin und es gibt hier ein Haus, das ich vor kurzem entdeckt habe und auf jeden Fall in dem Haus, da gibt es richtig coole Pets, also Exklusiv-Pets. Man muss da natürlich auch reingelassen werden. Das ist die Vor... Exklusiv-Pets? Und stimmt das, dass man nur reinkommt, wenn man selber ein Pet hat? Ja, also man kommt rein, wenn man viele Pets hat. Nicht nur ein Pet, wenn man viele Pets hat. Ja, okay. Also, ich glaube, ich weiß nicht, habt ihr viele Pets? Wenn ja, dann auf jeden Fall könnt ihr rein. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Ich war letztens drin und hab mir einen sehr, sehr seltenen Flugdrachen geholt. Ah ja. Flugdrachen? Was redest du denn da? Es gibt kein... Also, meinst du denn Wyvern oder was meinst du? Und wenn, dann zeig das doch mal. Ehrlich, zeig das doch mal. Oh, da will aber einer sofort alles sehen. Also, ich werde es dir auf jeden Fall nicht zeigen, weil das ist so exklusiv. Und wenn ich dir das zeige, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, gescammt zu werden. Aber wenn ihr... Also, ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Das kommt mir hier echt merkwürdig vor. Du hast gar keine Pets. Nein, also okay, dann ich beweise sie, indem ich dir einfach mal mein langweiligstes Pet zeige. Schau dir das mal an. Okay. Ein Wyvern. Wow. Okay, ich weiß Gott. Nicht. Hier habe ich noch ein Hydra.
Wie cool. Ja, aber die packe ich wieder ein, weil ich möchte hier nicht angeben. Aber wenn ich mein Exklusivpad raushole, dann werde ich safe gescammt. Und das möchte ich halt nicht. Aber wie gesagt, ihr habt keine Pets, dann will ich auch gar nicht mehr mit euch reden. Weil das ist so ein geheimer Bund und dort reden nur Leute miteinander, die schon so ein Pet haben. Ciao, Leute. Was war das denn bitte? Also ganz ehrlich, der Typ... Was für ein arroganter Typ war da? War der denn? Was war das denn für ein Spinner? Mann! Also, der hat wirklich coole Pets und so, aber das ist ja voll der Spinner. Ja, natürlich, aber... Bäcker, der hat voll die coolen Pets. Wir müssen unbedingt die Pets holen. Ja, okay. Oder? Ja, du hast recht. Du hast recht. Aber wie sollen wir das anstellen? Der hat Wyvern gehabt. Ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Ich konnte gar nichts mehr sagen. Und vor allem, als seine Hydra draußen war, habe ich mir gedacht... Oh mein Gott, ich will auch eine Hydra haben. Aber... Hätte ich auch gerne, aber man, wie, also wirklich, jetzt mal im Ernst. Wie stellen wir das an? Okay, also, weißt du was, wir können uns ja einfach mal so hinters Haus schleichen und da schauen, ob wir in ein Fenster kommen, oder? Okay. Alles klar, okay, dann lass uns ja schnell zum Haus. Boah, schau mal, Bäcker, da hinten ist er wieder. Das Haus. Ja, und tatsächlich. Der Typ. Und der sieht schon wieder so grimmig aus. Also ich mag da gar nicht zu dem hingehen. Ja, ich auch nicht. Und Mann, steht er da jeden Tag? Oder was? Hat er nichts Besseres zu tun? Anscheinend hat er nichts Besseres zu tun, als da rumzustehen. Hä? Also, ja, wie nicht. Sollen wir das anstellen? Ich meine, der sieht uns doch. Ja, okay. Ich weiß nicht. Hast du einen Plan? Und dann müssen wir uns jetzt schnell einen ausdenken. Also ich habe keinen Plan. Wie sollen wir denn daran an ihn vorbeikommen, wenn er doch da direkt vor der Tür steht? Oh Mann, das ist so... Hey, wirklich, oder? Ich glaube nicht, dass es funktioniert, dass du ihn wegluckst. Oder doch, doch. Versuch ihn erst wegzulocken und sag mal, eben da hinten ist dein Auto weg. Und dann sagt, geht er weg und dann laufen wir schnell rein, oder? Soll das mal so ausprobieren? Ja, wir können es probieren. Okay, gut, dann würde ich sagen, okay, geh du vor. Mich kennt er ja schon. Er kennt mich doch mittlerweile auch schon. Ah, der wird dich bestimmt schon wieder vergessen haben. Ich gehe hinter dem Haus hier. Ah, okay, ich bin schon mal hier. Komm, willst du auch hinkommen? Ja, okay. Also hier hat er mich schon mal nicht gesehen. Und Sprung. Oh, zum Glück hat er mich nicht gesehen. Und jetzt, so. Ich renne jetzt auf drei unters Haus. 1, 2, 3. Puh. Hm, wir waren da. Okay, ist da jemand? Nein. Hallo? Ist da jemand? Oh. Nee, ist keiner. Vielleicht nur der Wind. Naja. Oh Mann. Bäcker, das war mega knapp. Ja, ich weiß. Jetzt komm rüber. Okay. Der guckt gerade nicht. Jetzt. Lauf. Lauf. Boah, ich bin mega schnell. Puh. Boah, voll Glück gehabt. Ach, Gott sei Dank, das war echt knapp. Das hätte jetzt auch wirklich in die Hose gehen können. Ja, total. Okay, oh, das war mega knapp. Vor allem, er hat uns zum Glück nicht gesehen. Ich weiß schon gar nicht, was sagen sollte. Okay, dann, weißt du was, dann lass uns versuchen, hier irgendwo ein Fenster zu suchen. Und damit wir ins Haus reingehen können. Ja, los. Okay, nein, hier sind überall keine Fenster. Hier sind gar keine Fenster. Oh Mann, nein. Was machen wir denn jetzt? Ein Haus ohne Fenster? Was ist das schon unheimlich? Ja, oder weißt du was? Ich glaube, wir müssen ihn echt ablenken. Bäcker, geh du mal zu ihm hin und sag dann... Nein, was soll ich denn machen? Geh einfach zu ihm hin und sag dann, ey, ich glaube, dein Auto wurde abgeschleppt. Da stand auch Tim auf dem Kennzeichen drauf. Also, ich weiß ja nicht. Komm, das ist unsere einzige Chance. Ja, okay, oh Mann. Oh, oh Mann. Hallo, Ja, du bist doch Tim, oder? Genau. Dein Auto wurde abgeschleppt. Was? Mein Auto wurde abgeschleppt? Ja, ich mach gerade ein Praktikum beim ADAC und deswegen, ja, ihr Auto wurde abgeschleppt, deswegen habe ich Ihnen die Nachricht jetzt gerade vermittelt. Du kommst mir irgendwie bekannt vor, aber, Du weißt doch, das Mädchen, das hier hingekommen ist wegen ihrem Freund. Ja, genau, das, richtig. Aber ich arbeite, wie gesagt, beim ADAC und ich wollte Ihnen das sagen. Ja, weil das. Dann muss es ein anderer Tim sein. Ich habe kein Auto. Das ist echt teuer für Sie. Sie haben kein Auto? Nein. Verschwinde hier. Verdammt, ey, das wird ja immer schlimmer hier. Was war das bitte für eine schlechte Idee? Was denn? Wieso hat es nicht funktioniert? Der hat überhaupt gar kein Auto. Was? Der hat kein Auto? Was ist das denn für einer? Nein. Ah, Mann, ich hab echt langsam die Faxen dicke, Mann. Ah, na toll. Hey. Was macht ihr denn hier? Ey, bleibt stehen. Oh, Mann, was ist denn los? Was schleicht ihr hinter meinem Haus rum? Ja, deine Freundin da ist schnell weggelaufen. Nein. Also, wir sind hier gar nicht rumgeschlichen. Wir haben nur Verstecken gespielt. Was spielt woanders Verstecken? Verschwindet, sonst rufe ich die Polizei. Hast du mich verstanden?
Ja, okay, wir kommen nie wieder. Ah, schnell weg. Steve, komm schnell. Ah, Becca, der war voll gruselig. Hast du gesehen, wie er am Ende noch geguckt hat? Ah, ja, natürlich habe ich das gesehen. Oh Mann. Also jetzt muss ich sagen, mir reicht's wirklich. Ich will jetzt gar nicht mehr probieren, dann nochmal in dieses Haus zu kommen. Es ist mir jetzt egal. Also für heute ist es genug. Da hast du recht, aber wir kommen da noch rein. Wir sollten uns hier wirklich nie wieder blicken lassen. Jetzt abmarsch hier. Okay, alles klar.